Sie aus dem Millerntor-Stadion. Willkommen auf St. Pauli zum großen Abstiegskampf hier im Millerntor-Stadion. Würzburg zu Gast beim FC St. Pauli. Wir freuen uns, live dabei zu sein. Furchtbares Wetter, aber eine wunderschöne Stimmung hier am Kiez in Hamburg. Wir sind gespannt, was der FC St. Pauli im Abstiegskampf heute zeigen wird. Er kann Würzburg überholen, einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Und nachdem gestern ja auch Aue nicht gewinnen konnte, kann St. Pauli die Gelegenheit nutzen und gleich das Erzgebirge auch noch hinter sich lassen. Große Chance also für die Kiezkicker. Es ist bis ins Mittelfeld alles möglich. Auf der anderen Seite will Würzburg schnellstmöglich mal wieder Distanz schaffen. Ja, nicht erst die ganz großen Sorgen aufkommen lassen nach einer eigentlich ruhigen Spielzeit, die plötzlich immer spannender wird aus Sicht der Würzburger. Schauen wir zunächst auf die Mannschaft des FC St. Pauli mit Johannes Flum im Mittelfeld. Neben Buchtmann ersetzt Nierich, der heute nicht dabei ist. Schein links, rechts Sobotta, vorne Buadus. Und Daly wird der zentrale Mann dahinter und auch neben Buadus sein. Da sind sie sehr variabel bei St. Pauli. Der Blick auf das Team von Bernd Hollerbach mit 7 Handel weiter im Tor für den verletzten Wolnikowski. Die Viererverteidigung mit Peso, Schopenhauer, Neumann und Junior Diaz. Davor Fröde, der aus Bremen im Winter kam. Vorne Soriano als Spitze. Und sie wollen endlich mal wieder siegen, endlich mal wieder 3 Punkte mitnehmen und schnellstmöglich die, ja, 40 Punkte voll machen, die reichen könnten. Ganz erfahrener Schiedsrichter Wolfgang Stark. Und dann kann es losgehen. St. Pauli in Schwarz. Neben dem Frühjahrsdom, der hier auf dem Heiligen Geistfeld stattfindet, die Lichter heute in diesem Regen sind leicht und wunderschön erkennbar hier im Stadion. Aber es gilt vor allem im Millerntor-Stadion, dass St. Pauli die Kurve kriegt und aus Sicht der Hamburger es schafft, drin zu bleiben. Ja, nicht absteigen, das ist das große Ziel. Nach oben sind sie offen. Sie nehmen die Bundesliga an, wenn sie kommt, im letzten Jahr Vierter. Aber absteigen, das wäre dann doch sehr bitter für den Kultverein hier aus Hamburg. Erster Angriff mit Junior Diaz, der 2014 noch mit Costa Rica WM-Viertelfinale erlebt hat in Brasilien. Jetzt mit Würzburg um den Klassenerhalt kämpft. Soriano, erste Chance, abgeblockt von St. Paulis Kapitän Sören Gonter, der sich da hineinwirft, mit dem Knie den Ball abfälscht und deswegen die erste Chance entschärft. Ecke Benatelli. Soriano verlängert und Schein steht richtig. Konter läuft mit Sobotta. Benatelli, nächste Flanke abgeblockt, diesmal von Lasse Sobich, der in dieser letzten schwierigen Spielzeit vor 2 Jahren die wichtigen Tore gemacht hat aus Standards. Brandgefährlich ist der große Innenverteidiger und gegen Nürnberg, gegen Sandhausen diese wichtigen Tore machte. Es hat gerade eben gereicht, am letzten Spieltag spielte man in Darmstadt, konnte zusammen mit den Lilien feiern, für die es ja an diesem Wochenende richtig düster aussieht in der Bundesliga. St. Pauli blieb parallel drin. Es war ein Fußballfest in Darmstadt am Böllenfalltor. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Schön gemacht. Erste Gelegenheit für Aziz Buadus. St. Pauli zeigt sich vorne. Aber da muss Siebenhandel, die Nummer 2 der Würzburger Kickers, nicht eingreifen. Ist im Moment gesetzt, da Wolnikowski verletzt ist. Brunhübner, der ehemalige zweite Torwart in der dritten Liga, auf der Bank. So sieht es aus im Team von Bernd Hollerbach im Tor. Marcantu und Daly. Flum, Winterneuzugang von der Frankfurter Eintracht. Hat sogar mal ein Länderspiel absolviert, Handspiel entschieden, deswegen Freistoß für Würzburg. Und jetzt wundere ich mich, dass sie das nicht schneller machen, denn da wäre richtig wie möglich gewesen, nachdem der St. Paulis Verteidiger den Ball mit der Hand berührt und Stark auf Freistoß entscheidet.
da wir eben nochmal den Regen hier in Hamburg gesehen haben. Furchtbares Wetter an diesem Sonntag. Handspiel des Würzburgers. Freistoß für St. Paulis Torwart Herwagen. Johannes Blum. Und Jeremy Luciak. Auf seiner Position zuletzt deutlich verändert. War Rechtsverteidiger, jetzt Linksverteidiger. Spielt da, wo Spieler gebraucht werden. Buballa auf der Bank. Das ist der etatmäßige Linksverteidiger, der die meisten Spiele dort absolviert hat. Aber im Moment Luciak in der Verteidigung eingesetzt. Der aus Dortmund kam, in der zweiten Mannschaft seine ersten Spiele absolviert hat, in der dritten Liga damals und jetzt auch sein zweites Jahr erlebt beim FC St. Pauli. Haben ein richtig gutes letztes Jahr erlebt, dann sind aber auch entscheidende Spieler gegangen mit Meier, mit Schatkowski, die nach Salzburg bzw. nach Hannover wechselten. Auch Lennart Thie, der ja zunächst den Verein verließ, mittlerweile ausgeliehen ist und wieder zurückgekehrt ist hier nach St. Pauli, ausgeliehen von Werder. Soriano im Laufduell mit Gonter, gut gelöst, aber dann die kleine Unachtsamkeit von Philipp Herwagen, Eckstoß für die Würzburger Kickers. Der Aufsteiger, der eine tolle Hinrunde gezeigt hat, sie waren schon auf dem Weg durchzumarschieren. Was sie im letzten Jahr geschafft haben, nach dem Aufstieg aus der Regionalliga gegen Saarbrücken durchgesetzt, dann Relegation gegen Duisburg gewonnen. Jetzt gilt es zumindest mal, den Abstieg, die Relegation zu vermeiden. Ein Sieg würde eigentlich relativ viel Sicherheit bringen für Würzburg. Möller Dedi, klasse durchgesetzt. Verpasst dann aber das Torspiel für Schein und für Boadus. Trotzdem noch die Gelegenheit mit Buchtmann. Und Clemens Schoppenhauer ist am Ball und kann verteidigen gegen Aziz Boadus. Einer der Neuen, der Thie und Verhoek ersetzen sollte, aus Sandhausen kam und ja auch schon viele Tore gemacht hat für St. Pauli. Heftiges Duell, Piso gegen Duciak, Freistoß als letzte Folge nach dem Foul von Duciak, war zwar kein schlimmes Foul, aber die haben sich da ganz schön gekappelt links auf der Seite von Jeremy Duciak, Freistoß für den ehemaligen Osnabrücker, Piso, der durch seinen Wechsel nach Würzburg aufgestiegen ist, sein Verein kämpft zurzeit in Frankfurt um mitspielen zu können, sein ehemaliger Verein und er will bloß keine Relegation erleben gegen Osnabrück, was durchaus möglich ist, wenngleich der VfL zurzeit in Frankfurt erstmal seine Leistung zeigen muss. Es gibt Gelb für Lukas Fröde. Für das Einsteigen gegen St. Paulis Kapitän Gonter haben wir jetzt nicht gesehen, aber es war bereits einige Augenblicke zuvor und wurde jetzt nachträglich geahndet von Wolfgang Stark, der Mann, der schon so viele Bundesligaspiele gepfiffen hat. Es gibt gleich die nächste Gelbe für Taferzofer. Ehemaliger Münchner, Emanuel Taferzofer im Mittelfeld, jetzt zusammen mit Fröde belastet, weil er hier nur Daddy trifft, nicht aber den Ball. Für mich eine vertretbare Entscheidung, auch da Gelb zu geben. Freistoß für St. Pauli. Für Christopher Buchtmann. Ja, gibt Eckstoß. Halbe Stunde gespielt im Millantor-Stadion. Eine bislang enorm schwache Partie. Beide Mannschaften mit ganz wenig Torgelegenheiten. Einmal Würzburg zu sehen auf der anderen Seite.
St. Pauli, das sich enorm schwer tut, mal Torgefahr zu kreieren. Vielleicht jetzt mit dem Eckstoß ausgeführt von Waldemar Sobotta. Siebenhandel, ausgefaustet, zumindest mal etwas Gefahr kreiert. Duziak, nächster Anlauf mit Sören Gonter. St. Pauli jetzt komplett in der Hälfte der Würzburger. Junior Diaz und Schoppenhauer gegen Marc Hornschuh. Taferzhofer. Die haben umgestellt in der Verteidigung bei den Würzburgern am letzten Wochenende mit Dreierkette. Heute wieder mit Viererkette, als sie das 0:0 gegen Hannover geschafft haben, zu Hause. Zwar auch nicht gewonnen, aber zumindest mal gegen einen Aufstiegsfavoriten, der ja gestern das Ganze untermauert hat mit dem Derby-Erfolg gegen Braunschweig, einen Punkt geholt. Trotzdem war das alles zu wenig bei den Würzburgern in der Rückrunde. Sie können froh sein, dass sie in der Hinrunde stark gespielt haben. Haben teilweise um den Aufstieg gespielt, da haben alle gesagt, abwarten, zunächst mal schauen, was passiert. Jetzt ist genau das passiert, was zu befürchten war. Würzburg sammelt keine Punkte mehr, es läuft einfach nicht mehr beim Team von Bernd Hollerbach, was selbstverständlich war in der Hinrunde, geht nicht mehr. Jetzt gilt es zumindest mal, die letzten Punkte zu sammeln. Es sind etwa 7, 8 Punkte, die fehlen, damit man Klarheit hat. Würzburg hat genügend Gelegenheiten, diese Punkte zu sammeln, aber es kann auch nochmal richtig spannend werden. Das weiß auch einer, der ja große Erfahrung hat als Spieler, als Trainer in Würzburg, seine erste große Station hat. Als Cheftrainer zumindest, Co-Trainer war unter Felix Magert, Bernd Hollerbach, der Würzburg nach oben geführt hat. In 3 Jahren aufsteigen aus der Regionalliga war das Ziel. Man ist im ersten Jahr aufgestiegen. Das nächste Ziel war in 3 Jahren in die zweite Bundesliga aufsteigen. Hat auch im ersten Jahr geklappt. Jetzt ist man in 2 Jahren aufgestiegen und hat Würzburg wieder in die zweite Bundesliga geführt. Mal schauen, ob der Verein drin bleibt. Freistoß Würzburg. Handspiel von Aziz Bouadous. Ein enorm schwaches Spiel, ohne große Torchancen, ohne Aufreger. Es gab ganz wenig für die Torhüter zu halten. Eine Chance in der Anfangsphase, als Gonter zur Stelle war gegen Soriano. Ansonsten keine Torgefahr auf beiden Seiten. Man merkt beiden an, es geht hier um den Klassenerhalt, darum den Abstieg zu verhindern. Und das ist deutlich zu spüren. Warum denn nicht? Endlich mal eine gute Idee. Dagfuss war es, der es mal probiert, der mal abzieht. Sobich war nicht mehr dran, wirft sich hinein, aber zumindest mal ein Lebenszeichen der Würzburger. Abschluss für St. Paulis neue Nummer 1 für Philipp Herwagen, der Robin Himmelmann abgelöst hat im Verlauf der Hinrunde. Und jetzt gesetzt ist im Tor St. Paulis. Sobotta. Flum. Das war mal stark gemacht. Sobotta. In der Mitte waren Bouadous und Daly völlig frei. Haben sie nicht gut zu Ende gespielt. Ballbesitz für Würzburg. 3 Minuten bis zur Halbzeit. Und dann gilt es aber mal kräftig durchatmen und vielleicht nochmal wechseln, dass der zweite Durchgang attraktiver wird, dass es Chancen gibt. Denn das war auf beiden Seiten doch zu wenig. Und gerade St. Pauli braucht ganz dringend Punkte, um die Gefahr zunächst mal zu bannen. Fröde. Benatelli wird nach Dresden wechseln. Flanke ist gut für Weihrauch. Und Sobich zur Stelle. Erneut keine Gefahr, aber zumindest mal eine gute Idee von der linken Seite. Mit der Flanke 4 Minuten Nachspielzeit. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht wofür. Es gab eigentlich kaum Unterbrechungen, kaum Gelegenheiten, als das Spiel mehr pausiert war. Es lief und lief ohne
Gelegenheiten ohne Torchancen. Es gab die beiden gelben Karten für Würzburg, aber 4 Minuten Nachspielzeit für ein solches Spiel, das ist dann doch sehr viel. Hat ja auch Ewaldin, der Trainer von St. Pauli, kürzlich beklagt, als es die Diskussion gab rund um das Bayern-Spiel in Berlin. Dass es teilweise viele Minuten Nachspielzeit gibt und er überhaupt nicht weiß, wofür eigentlich. Heute kann man es im ersten Durchgang völlig verstehen. Durchatmen und dann hoffen wir auf einen besseren, spannenderen, offensiveren zweiten Durchgang. Das war nichts im ersten Durchgang hier im Millerntor-Stadion. St. Pauli gegen Würzburg 0:0. Eine Chance gab es durch Soriano. Der zweite Schuss war ein harmloser, abgeblockter Schuss, als Gonter zur Stelle war. Es war unterm Strich eine ganz mühsame erste Halbzeit. Wir hoffen auf Besserung im zweiten Durchgang. Schauen mal, ob gewechselt wird. Sind gleich zurück hier im Millerntor-Stadion mit Durchgang 2. Würzburg zu Gast beim FC St. Pauli.